Der 24. Februar 2022 hat die Welt für uns alle verändert. Nach Jahrzehnten des Friedens herrscht wieder Krieg in Europa. Putins Russland hat die Ukraine angegriffen, eine erschütternde Tat ohne jede Rechtfertigung. Wir empfinden Fassungslosigkeit, Entsetzen, Ohnmacht und auch Wut über dieses sinnlose Blutvergießen und das enorme Ausmaß der Zerstörung. Die Folgen dieses Krieges, sie sind auch in Duisburg spürbar. Viele Menschen sind zu uns gekommen, um Schutz vor den Bomben und den Kriegsverbrechen des russischen Aggressors zu suchen. Vor einiger Zeit haben sich Bundespräsident Steinmeier und Präsident Zelensky für eine stärkere Einbindung der Kommunen ausgesprochen. Diesem Aufruf folgt die Stadt Duisburg durch eine Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Krivyi Rih in der Ukraine. Die Geburtsstadt des Präsidenten Volodymyr Zelensky ist für viele Menschen aus dem Osten und dem Süden der Ukraine zu einem Zufluchtsort geworden. Sie hat während des Krieges mehr als 80.000 Menschen aufgenommen. Ebenso wie Duisburg ist Krivyi Rih Standort der Schwerindustrie und zugleich Forschungs- und Kulturzentrum für die ganze Region. Das sind große Gemeinsamkeiten, die uns beim weiteren Austausch begleiten werden und es uns ermöglichen, vor Ort zu helfen. Ich freue mich deshalb sehr, dass der Rat der Stadt Duisburg in seiner Sitzung am 9. Februar den Beschluss gefasst hat, eine Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Krivyi Rih einzugehen. Nun ist es unsere Aufgabe, diese Partnerschaft gemeinsam mit den Duisburger Unternehmen, den Bürgerinitiativen und Vereinen mit Leben zu füllen und den Menschen vor Ort zu helfen. Ich wünsche mir einen regen Austausch mit der Verwaltung vor Ort. Dann können wir schnell und konkret tätig werden und die Ukraine beim hoffentlich baldigen Wiederaufbau unterstützen.